Die DHV-News vom 2. August 2019. Hanfparade voraus. Ringen um Modellprojekte. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Noch ist ja immer politische Sommerpause, passiert nicht viel, Bundestag tagt nicht und so. Aber man kann jetzt schon sehen, dass uns ein heißer Herbst bevorsteht. Einiges ist schon klar, was da kommt. Ganz bald, insbesondere im September, ist ein bisschen was schon in der Pipeline, wo wir sehen, na ja, da wird es spannend. Und einiges davon hört ihr jetzt hier in den News. Eins davon ist die Justizkampagne des DHV, wo ihr schon lange drauf wartet. Viele von euch haben ja auch dafür gespendet bei der letzten Weihnachtsspendenkampagne. Jetzt geht es dann wirklich bald los, Anfang September. Das ist auf jeden Fall klar, weil wir da Anzeigen schalten werden in juristischen Fachzeitschriften. 5 verschiedene Zeitungen werden wir da bespielen und da einen ordentlichen Batzen Geld für ausgeben, um wirklich möglichst jeden Richter in Deutschland zu erreichen und ganz viele Rechtsanwälte. Und an dem Zeitpunkt muss dann natürlich auch die Homepage online sein. Unsere Richtervorlage ist weitgehend fertig. Ich bin jetzt sehr sicher, dass die dann auch rechtzeitig Anfang September da sein wird. Sonst will man natürlich auch die Anzeigen nicht schalten und die Seite nimmt auch langsam Gestalt an. Also dann geht's los und dann ist die Vorlage online und auch für euch, nicht nur für Richter, das ist natürlich die erste Zielrichtung, weil die sehr schnell beim Bundesverfassungsgericht sind. Aber auch Betroffene, die gerade vor Gericht sind, können die Vorlage auf verschiedene Art und Weise nutzen. Und das erklären wir euch dann auf der Homepage. Was jetzt noch unmittelbar bevorsteht, noch vor September, ist natürlich die Hanfparade. Am 10. August in Berlin, ein Samstag nächste Woche, die Cannabis-Demo in Deutschland, die große Legalize-Demo, wo möglichst eigentlich jeder Mensch hingehen sollte. 80 Millionen Deutsche, wenn die alle da wären, rucki-zucki, hätten wir legalisiert. Aber 8 Millionen wäre auch schon super. Also kommt alle zur Hanfparade, damit das richtig knallt. Und die vielen Demos gleichzeitig Anfang Mai beim Global Marijuana Marsch sind auch cool, weil das eben auch zeigt, alle arbeiten zusammen deutschlandweit. Aber wer die größte Demo sehen will, der muss zur Hanfparade nach Berlin kommen. Und wir sind auch dabei mit dem Infostand und mit Reden und so weiter. Also mich seht ihr auch da, wenn ihr da hinkommt. Und ich sehe euch dann vor allen Dingen mal. Ihr seht mich ja sowieso andauernd. Dann will ich gerne noch mal ein bisschen zurückgreifen auf letzte Woche. Der spektakuläre neue Koalitionsvertrag in Bremen, der ja doch recht weitgehend war. Und da wollte ich erstmal noch mal auf den Punkt kommen mit dem Führerschein. Da steht ja im Koalitionsvertrag, wer nicht berauscht am Straßenverkehr teilnimmt, soll wie bei Alkohol grundsätzlich den Führerschein behalten können. Da ist natürlich dann die Frage, was heißt denn jetzt nicht berauscht? Da geht es um diese Grenzwerte, um diesen 1 Nanogramm THC-Grenzwert, auf den Bremen eigentlich kaum Einfluss hat. Dann ist die Frage, wie geht die Führerscheinbehörde mit dem Thema um? Und nach der letzten Sendung habe ich da noch mal ein bisschen drüber gegrübelt und habe gedacht, Führerschein Bremen, da klickt irgendwas. Und siehe da, eine Nachricht, die noch gar nicht so alt ist, nämlich ein neues Testverfahren für die Frage, ob ein Verkehrsteilnehmer berauscht ist. Und das ist im Prinzip auch eine wesentliche Forderung von unserer DHV-Führerscheinkampagne vom vorletzten Jahr, wo wir gesagt haben, eigentlich sollte es gar nicht um den Blutwert gehen einzelner Substanzen, sondern wirklich um die Frage, ist jetzt nur jemand beeinträchtigt oder nicht, unabhängig davon, wie viel THC da im Blut ist oder was auch immer. Die Patienten dürfen ja zum Beispiel auch mit höheren THC-Werten fahren, weil sie eben nicht beeinträchtigt sind. Jetzt nur die Frage, wie misst man das? Gibt ja auch schon, nachdem man eine Blutprobe abgegeben hat, gibt es ja auch schon immer Tests da, dann machen Ärzte noch irgendwelche Tests. Da hören wir dann immer reihenweise, Leute waren über 1 Nanogramm, offizielle Drogenfahrt und die Ärzte haben aber gesagt, ja, super Reaktionszeit, alles schick, sie sind nüchtern im Prinzip. Und dafür muss es eigentlich auch eine Testmöglichkeit auf der Straße geben. Und in Bremen findet genau so ein Test statt. In den USA gibt es nämlich ein neues Verfahren, was irgendwelche Wissenschaftler da sich überlegt haben, irgendwelche speziellen Übungen, irgendwelche besonderen Verrenkungen, Gleichgewichtsübungen und so weiter, wo die sagen, ja, das Programm ist tatsächlich gut geeignet, um herauszufinden, ob jemand fahrtüchtig ist oder nicht. Ob das stimmt oder nicht, ist sei mal dahingestellt, aber im Grunde die Entwicklung an solchen Systemen und das zu testen und so weiter, das wäre schon gut, wenn wir sowas hätten.
dass dann wirklich eben nur berauschte Leute aus dem Straßenverkehr gezogen werden und die anderen einfach in Ruhe gelassen werden. Und genau danach klingt eigentlich ja auch dieser Koalitionsvertrag, wer nicht berauscht ist, soll den Führerschein behalten können. Und ausgerechnet in Bremen wird seit einigen Monaten dieses System aus den USA erforscht. Also wer weiß, vielleicht soll die Reise ja auch in die Richtung gehen, dass die Polizei dann Leute, die eben diesen Test bestehen, gar nicht erst zur Blutprobe schleppt und auch keinen Schnelltest mit denen macht, sondern gleich guckt, berauscht oder nicht berauscht. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Link. Vielleicht läuft das ja mal so und könnte vielleicht auch dann ein Modell quasi für ganz Deutschland sein. Und wo ich nochmal auch drauf hin wollte, ist die Sache mit dem Modellprojekt. Bremen hat ja wieder ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe drinstehen im Koalitionsvertrag. Und zwar ganz konkret, wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein wissenschaftliches Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis auf den Weg zu bringen und uns dabei gegebenenfalls mit anderen Ländern und Kommunen zusammentun. Das kriegt jetzt eine neue Bedeutung, weil gleich zwei weitere Nachrichten, die nächsten zwei, die ich hier erzähle, auch mit Modellprojekten zu tun haben. Gerade diese Sache, wir werden uns zusammentun mit anderen Bundesländern und die Formulierung, wie das hier im Koalitionsvertrag drinsteht. Nämlich, die nächste Nachricht ist Schleswig-Holstein und da wird es nämlich keine Modellprojekte geben. Das ging diese Woche durch die Presse. In Schleswig-Holstein haben wir seit 2017 eine Jamaika-Koalition mit Grünen, FDP und CDU in der Regierung. Und die haben im Koalitionsvertrag drinstehen, das haben Grüne und FDP offensichtlich reinverhandelt. Die Möglichkeit zur kontrollierten Freigabe von Cannabis im Rahmen eines Modellprojektes werden wir prüfen. Und die CDU war offensichtlich dagegen und hat sich zu seinem Prüfauftrag breitschlagen lassen. Und in Bremen heißt es nicht prüfen, sondern alle Möglichkeiten ausschöpfen, das auf den Weg zu bringen. Grundsätzlich andere Formulierungen, in Schleswig-Holstein ein Prüfauftrag. Und das war eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Entsprechend kommen jetzt die schlechten Nachrichten. Das Modellprojekt ist erstmal gescheitert, wie es die CDU immer wollte in Schleswig-Holstein. Denn das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel, das dafür zuständig ist, sowas zu genehmigen oder abzulehnen, hat bis jetzt alle Cannabis-Modellprojekte abgelehnt. Ganz konkret in den letzten Jahren Anträge aus dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und aus Münster. Die haben beide einen fertigen Antrag abgeschickt und sind abgelehnt worden. Das hat jetzt die CDU in Schleswig-Holstein geprüft. Das BfArM hat gesagt, nein, machen wir nicht. Die haben gesehen, okay, zwei Ablehnungen. Ja, haben wir geprüft, machen wir kein Modellprojekt. So ist es im Prinzip in Schleswig-Holstein und das kommt dabei raus, wenn man eben so einen Prüfauftrag macht, wo die Rechtslage eigentlich so weit, wo das einfach abzuschmettern ist für die CDU. Grüne und FDP haben sich natürlich beschwert über diese Entscheidung, kritisieren das. Und auch die SPD aus der Opposition heraus in Schleswig-Holstein schlägt sich da auf die Seite von Grünen und FDP und kritisiert diese Ablehnung eben auch. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Nachricht, nämlich das Modellprojekt in Berlin. Da geht es nämlich jetzt mächtig vorwärts und auch da gab es im Koalitionsvertrag eine klare Vereinbarung, dass man ein Modellprojekt auf jeden Fall angehen will und eben keinen Prüfauftrag. Und da haben wir wiederum eine Koalition, die voll dahinter steht. SPD, Linke, Grüne, die wollen alle das Modellprojekt, auch die SPD. Und entsprechend geben die jetzt da richtig Gas und zwar mehr als irgendwo bisher sonst, auch im Vergleich zu Friedrichshain-Kreuzberg und Münster. Ein konkreter Antrag wird erarbeitet erstmal, da wird also auch Geld ausgegeben für Fachleute, die da einen entsprechenden Antrag designen und so weiter. Und die Nachricht ist, der ist praktisch fertig, dieser Antrag, und soll im September abgeschickt werden. Dann erhöht sich also wieder auch der Druck auf die Bundesebene, damit irgendwas anzufangen. Und die Stadt hat auch schon Geld eingeplant für die Durchführung des Projekts in erheblichem Umfang, was eben in den anderen Städten bisher auch so nicht der Fall gewesen ist. Und es ist auch die ganz klare Ansage von Berlin aus, dieses Geld wird bei einer Ablehnung auch genutzt, um vor Gericht die Durchführung von so einem Modellprojekt auch durchzuklagen. Auch das hat bisher niemand gemacht. Friedrichshain-Kreuzberg und Münster haben beide nicht geklagt gegen die Ablehnung von BfArM. Berlin will das jetzt machen und hat auch das Geld dafür bereit. Also da sieht man, wenn die Stadt wirklich will, wie man das dann macht, Nägel mit Köpfen, Vollgas voraus. Sowas erwarte ich jetzt auch von Bremen. Bremen will ja auch mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten. Da erhöht sich also der Druck und ja, Schleswig-Holstein kann einpacken mit dem blöden Prüfauftrag. In Berlin sind die Reaktionen natürlich auch unterschiedlich. Die CDU randaliert aus der Opposition heraus. Rot-Rot-Grün ist eine Koalition der Kiffer und so weiter. Haben sie natürlich recht, die CDU ist für Kiffer nicht wählbar.
Aber Berlin zeigt ja auch besonders, mehr als alle anderen Städte, dass eben der repressive Ansatz null funktioniert. Und die CDU war ja mal am Ruder, hat es mal versucht, hat massiv Polizeistunden verbrannt und nichts erreicht. Also ist jetzt Zeit für eine andere Politik. Aber auch die FDP in Berlin spricht sich gegen dieses Modellprojekt aus. Und das ist natürlich schade. Die FDP in Berlin braucht offenbar Nachhilfe von der Bundestagsfraktion der FDP, weil die sind ja voll, insbesondere für Modellprojekte. Die haben Anfang 2018 sogar beantragt im Bundestag, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Modellprojekte klarzustellen. Und der wurde zwar abgelehnt im Juni, dieser Antrag, noch ist da gar nichts klargestellt. Aber das ist noch nicht zu Ende im Bundestag, denn auch die SPD ist mehrheitlich dafür. Und auch in der CDU gibt es Leute, die sich da vorsichtig offen zeigen, auch wichtige Leute. Insofern wird die Diskussion auf Bundesebene auch weitergehen. Und jede Stadt und jedes Bundesland, was da halt jetzt Druck macht und mitmacht, erhöht natürlich auch den Druck auf die Bundesebene, dass sie das endlich mal geregelt kriegen. Und die müssen auch schnell machen, weil sonst machen diese ganzen Modellprojekte auch überhaupt keinen Sinn mehr. Dann haben wir genug andere Beispiele international. Dann haben wir auch bald eine Mehrheit in der Bevölkerung in Deutschland hinter uns und dann können wir auch gleich legalisieren. Also wenn Modellprojekte, dann sollte das dieses Jahr geklärt werden oder dann gehen wir gleich, überspringen wir das Ganze und legalisieren sofort. Jetzt ist es an der Zeit, einem langjährigen Cannabis-Aktivisten hier mal zu gratulieren, nämlich Christoph Rossner aus Memmingen. Nach vielen Jahren Arbeit ist seine visionäre Idee in Erfüllung gegangen, in einem Bunker in Bayern in großem Stil Cannabis anzubauen. Und das hat er auf einer völlig anderen Spur geschafft als diese ganzen Ausschreibungen, Lizenzen jetzt zum medizinischen Anbau, wo es ja 2 Jahre gedauert hat, wo nur große Firmen irgendwie rangekommen sind und so weiter. Er hat im Prinzip einen Passus genutzt im Betäubungsmittelgesetz, nämlich den wissenschaftlichen Anbau, also Anbau von Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken. Es gibt also den landwirtschaftlichen Anbau, es gibt den medizinischen Anbau, es gibt aber auch einen wissenschaftlichen Anbau. Das wird nur praktisch gar nicht gemacht in Deutschland. Da gibt es noch so ein paar ganz kleine Projekte. Zum Beispiel im Berliner Hanfmuseum ist so ein kleiner Schaukasten mit ein paar Nutzhanfpflanzen, die seit vielen Jahren nach diesem Passus wissenschaftlicher Zweck, eben als Museum, Bildung und so weiter, da angebaut werden. Und das passiert jetzt in ganz großem Stil in diesem Bunker in Bayern. Und eben nicht nur mit Nutzhanfpflanzen, sondern auch mit vielen verschiedenen Sorten verschiedener Hanfpflanzen, wo die dann jetzt eben dann erforscht werden sollen. Und diese Bunker GmbH, die das da macht, hat eine Pressemitteilung jetzt vertrieben, dass da der Zuschlag jetzt erhalten worden ist. Christoph selbst ist gar nicht mehr daran beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Die ganze Bunkerfirma gehört mittlerweile zu 100% einem kanadischen Unternehmen. Also waren die Kanadier mal wieder einkaufen in Deutschland. Aber was soll's, geht um die gute Sache und die Kanadier können auch gute Forschung machen. Warum also nicht? Rossis Traum ist jedenfalls in Erfüllung gegangen. Er hat viele Jahre dafür gekämpft, hat daran geglaubt, dass das möglich ist. Und jetzt hat er allen gezeigt, dass das möglich ist. Man muss nur dranbleiben. Und das denken wir beim DHV auch. Wir kämpfen schon sehr lange für die vollständige Legalisierung von Cannabis, inklusive Eigenanbau und allem drum und dran. Und auch wir werden das schaffen. Die Guerilla-Growing-Nachricht kommt schon wieder aus Kreuzberg, wie letzte Woche auch. Diesmal wurden 56 Hanfpflanzen von der Polizei geerntet am Ufer des Landwehrkanals. Wir nehmen an, dass es sich wieder um Nutzhanf handelt mit geringem THC-Anteil. Aber trotzdem, wir berichten darüber nur, macht das nicht nach. Der Anbau ist illegal, auch wenn es um Nutzhanf geht, jedenfalls wenn ihr keine Landwirte seid. Und entsprechend hat die Berliner Polizei den Täter auf Twitter auch als Schlingel bezeichnet, der da die Pflanzen angebaut hat und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zuletzt. Viel Aufmerksamkeit hat der Münchner DHV, DHV-Ortsgruppe in München, bekommen mit dem Gedenkmarsch des vor 5 Jahren von der Polizei erschossenen André B. in Burghausen. Das waren nicht arg viele Teilnehmer, aber es hat gereicht, um die Sache nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Viel Medienaufmerksamkeit hat es gegeben. Und es geht letztendlich darum, dass ein Zivilpolizist eben vor 5 Jahren den unbewaffneten André auf der Flucht von hinten erschossen hat, weil sie ihn wegen Cannabis verdächtigt haben. Angeblich sollte auf die Beine gezielt werden, dann war es aber letztendlich ein tödlicher Kopfschuss aus 5 Meter Entfernung. Also sehr schräge Geschichte und man fragt sich, wieso wird überhaupt auf Cannabis verdächtige Menschen geschossen? Die kann man dann auch irgendwie am nächsten Tag in der Wohnung einsammeln, wie auch immer.
ein Skandal und die Ortsgruppe München hat uns ein paar Bilder von dieser Demo geschickt, die wir euch jetzt hier mal zeigen. Kurzer Ausschnitt, bitteschön. Und als nächstes erhält das Wort, spricht zur Sache die Mutter des Getöteten. Ich bedanke mich herzlich, weil sind sie alle da. Das ist gut, weil ihr habt Zeit genommen für Protestieren gegen Polizeigewalt. Sowas in Zukunft darf nicht mehr passieren. André, du bist in unseren Herzen. Danke. Zur Erschießung des mutmaßlichen Cannabis-Dealers in Burghausen. Sie jährt sich am 25.07. heute 2019 zum fünften Mal. Der 33-Jährige wurde von zwei Polizisten in Zivil auf Basis eines Haftbefehls aufgesucht und von einem der beiden Beamten am späten Nachmittag im belebten Hinterhof der Wohnung seiner Freundin tödlich zwischen Nacken und Kopf erschossen. Das Problem, was wir hier sehen, das ist dieser Einsatz der Kripo Rosenheim damals, dass jemand völlig unverantwortlich mit seiner Waffe hantiert hat und dass dieses Verbrechen niemals gesühnt wurde. Am allerschlimmsten ist aber, dass wir hier Frau Borchert bei uns haben und dass, was sie erlebt hat, das Schlimmste ist, was überhaupt einer Mutter jemals passieren kann. Nachdem er entlassen wurde, wollte er wirklich ein neues Leben aufbauen, wollte Kinder haben. Ja, da bin ich wieder und darauf hat auch die Organisation LEAP reagiert. Die hat sich zu Wort gemeldet, nämlich der deutsche Ableger der Organisation Law Enforcement Against Prohibition, also Gesetzeshüter gegen Prohibition, Polizisten, Richter, Staatsanwälte und so weiter und so fort, Rechtsanwälte, die sich gegen die Prohibition einsetzen. Und deren Sprecher Hubert Wimber hat also erklärt, dass der Gebrauch der Schusswaffe angesichts der bekannt gewordenen Umstände seiner versuchten Festnahme evident rechtswidrig war. Also auch Polizisten, Hubert Wimber ist ehemaliger Polizeipräsident von Münster, sehen da einen Skandal, sehen da ein rechtswidriges Verhalten. Und das ist auch an sich eine gute Nachricht, nämlich LEAP lebt. Die Organisation war vor Jahren gestartet, hat viel Hoffnung geweckt, auch bei uns. Und dann war es aber erstmal relativ ruhig um den Verein. Jetzt aber meldet sich LEAP wieder zu Wort. Es hat einige organisatorische Schwierigkeiten, wurden überwunden. Jetzt läuft der Laden da. Es geht vorwärts mit Aktionen, Stellungnahmen und so weiter. Aber eben auch mit der Verwaltung von Spenden und Mitgliedern und so weiter. Wenn ihr also schon DHV-Mitglied seid und noch mehr tun wollt, dann schaut doch mal auf die Seite von LEAP. LEAP braucht auch Geld. Unterstützt die Guten bei der Polizei für unseren Kampf, für unsere Sache. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Genauso wie den Link zu den Terminen, zu denen ich jetzt komme. Sind nicht so hart viele. In Stuttgart ist die Ortsgruppe auf dem Umsonst- und Draußen-Festival dabei. Dieses Wochenende, Freitag, 2. August bis Sonntag, 4. August. In Augsburg gibt es eine interessante Podiumsdiskussion. Cannabis Modellstadt Augsburg, da sind wir nämlich wieder bei den Modellprojekten. Ich sag's ja, der Druck von unten muss steigen. Genau wie bei den US-Staaten, wo auch der Druck von unten kommt Richtung Regierung, da endlich jetzt mal die Sache auf Bundesebene zu regeln. Augsburg diskutiert das auch, dank der Ortsgruppe in Augsburg. Auch mit dem Bürgermeisterkandidaten der SPD dabei und anderen Fachleuten. Dann kommt Koblenz am Samstag, 3. August. Infostand der DHV-Ortsgruppe. Bielefeld, offenes Treffen der Ortsgruppe, Dienstag, 5. August. In Halle trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, 7. August. Hanfparade, wie gesagt, Samstag, 10. August. Alle kommen. 8 Millionen bitte. Und in Bielefeld gibt es nochmal einen Infostand der Ortsgruppe, Samstag, 10. August. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Den Kanal müsst ihr
abonnieren, das Video hier liken, möglichst natürlich nur, wenn euch das gefallen hat, sonst muss das nicht zwingend sein, aber wenn, dann bitte machen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.